tut mir leid, Sie in eine solche Weise zu überraschen. Ah, es ist kein Problem. Ich habe dieses Stück so lange nicht gehört und doch niemals so schön. Das war Mozart, oder? Ja, es war bestimmt Mozart, die Zauberflöte, um genau zu sein. Haben Sie davon wirklich gehört? Ja, zweimal, als ich ein Kind war. Das war ein Arie von Pamina, oder? Ja, genau. Es ist mein Lieblingsarien. Ach, ich fühl's, es ist verschwunden. Genau. Ein ziemliches trauriges Lied. Ach, es ist schon so spät geworden. Es tut mir leid, ich habe einen Termin mit meinem Direktor. Danke, tschüss. Wachet auf, ruft uns die Stimme. Wieder so früh aufgewacht, Matthias? Ja, wenn diese Stimme nur ein bisschen leise sein könnte, dann kommt noch der Chef. Ja, meine Stimme kann ich leise machen vielleicht, aber aus irgendwelchem unvorstellbaren Grund. Bezweifle ich mich sehr, dass dein Boss dich mit etwa zärtlichen, ruhigen Tönen ansprechen würde, sobald du die Tür durchkommst. Wieder einmal spät, wie ein Untoter aussehen und mit Atem, der nach vorn geht. Doch, es war Tequila. Und bitte halt die Klappe. Ich habe mehr als genug Zeit, mich vorzubereiten und schnell duschen und ein bisschen essen. Ah, mein Kopf. Ich brauche Wasser. Wasser hilft beim Kopfschmerzen, ja? Ja, vielleicht es könnte. Aber ich sage dir, was du gerade brauchst, ist kein Wasser. Sondern das nennt man Konterbier. Oder in diesem Fall Konterwein. Man sagt, dass das gleiche Gift ist manchmal das beste Gegenmittel. Naja. Was gibt's zu verlieren? Ja, das frage ich mich auch sehr oft. Danke. Ist mir klar, warum dir Wein so viel gefällt. Dadurch verschwindet der Schmerz. Solche Feuer. Willi, da bist du endlich. Hast du den Kindern heute gut beigebracht, oder? Normalerweise werde ich mich darüber ärgern, aber heute hast du mein Sarkasmus leider recht. Die schwerste Aufgabe der ganzen Welt, Leuten beizubringen. Sei nicht immer den Kindern so böse, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ja, komm schon, Billy. Sie sind nur arme Studenten. Wenn sie wissen, dann erleichtert einfach die Lektion. Wirklich, wirklich. Du forderst mich auf, meinen Unterricht zu vereinfachen. Was für ein Unsinn. Ja, ich habe dich auch sehr vermisst. Billy, aber jetzt muss ich leider gehen. Ich bin spät bei Arbeit. Geht jetzt alles gemütlich an. Sei nicht immer so hochnäsig. Hochnäsig? Tschüss. Später. Oh, hallo, Matthias. Ah, morgen, Fritz. Also, aber guten Abend, Matthias. Oh, guten Abend, Fritz. Wie geht es dir diese Nacht? Das war ziemlich toll. Also, ich habe einen Menschen getroffen, die eine ausgezeichnete Sängerin war. Ah, wirklich? Ich dachte nicht, dass du dafür interessierst. Aber okay. Oh, ich muss gehen. Ich bin schon spät bei Arbeit. Tschüss. Warte mal. Weißt du, ich bin einmal mit einer Sängerin ausgegangen. Oh ja. Super nervig und laut. Okay. Okay, tschüss. Thank you.
Katrin, da bist du. Wie geht es dir? Ja, mir geht's gut heute. Hast du lange gewartet? Nein, ich bin nur seit ein paar Minuten hier angekommen. Sehr gut. Ja. Also, hier ist dein Ordner. Dankeschön, Fritz. Gern geschehen. Also, was singst du heute? Heute werde ich ein anderes Lied üben. Etwas von Vivaldi. Ja, gerne. Wenn du Matthias ziehst, sag ihm, er muss das Geschirr abwaschen. Ja, ich sage es ihm. Na gut, danke. Das war ausgezeichnet. Dankeschön. Sag mal, wollen wir zusammen eine Kaffee trinken? Gerne. Ja, und danach können wir zu meiner Wohnung gehen. Also ich habe so viele originale Schallplatten von Bach, Beethoven oder so. Die würden dir bestimmt gefallen. Wirklich? Ja, hört sich gut an. Lass uns gehen. Also, woher kommst du? Können Sie auch kommen? Ja, natürlich. Danke. Komm! Ach, was ist los? Hab keine Angst vor meinen Nachbarn. Die sind alle sehr nett. Nein, ich bezweifle, dass das eine gute Idee wäre. Ach, Unsinn. Komm schon, wir warten auf uns. Hallo Stefan, hast du groß Hunger? Ja, bestimmt. Ich muss nicht was. Oh ja, ich habe viel Pizza mitgebracht. Und das ist mein Freund Fritz. So, Fritz, hast du?